Die Aufnahme läuft. Ja, ich weiß. Ich hab's kaputt gemacht. Geil. Oh, du Held. Das ist so blöd. Ich wusste nicht, dass ich so weit hinten stehe. Scheiße. Und damit herzlich willkommen an Chicos und Chicas aus dem Sky. Das ist schon aus. Scheiße. Was? Ah, ja, ist aber drinnen. Alter, schnippel ich raus. Was ist los mit dir? Gut, dann schnippel's raus. Und damit herzlich willkommen alle Chicos und Chicas aus dem Sky. Das ist am Start genommen in einer kleinen Runde. Let's raten, let's play Pokémon Mystery Dungeon, Super Mystery Dungeon. Yeah! Und zwar haben wir in unserem Technikpartner der Wahl haben wir ein kleines Heftchen gefunden zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Das können wir uns mal gerade vorhalten hier. Mit allen möglichen Informationen drin, Pipapo, hast nicht gesehen. Und ein paar Fragen, mit denen man herausfinden kann, was für ein Pokémon man ist. Ist also ein bisschen abgesteckte Form. Und ich kenne die Fragen noch nicht. Ich habe es noch nicht durchgelesen oder sonst irgendwas. Und wir werden jetzt herausfinden, was für ein Pokémon ich eigentlich bin. Zur Auswahl stehen dann welche? Also erstmal hallo auch von mir, vom lieben Slay. Also zur Auswahl hat der Skyline Glumander, Serpifeu, Plinfa und Pikachu. Ah, okay. Ich werde alles dafür setzen, dass ich nicht Pikachu werde. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Okay. Okay, also erst einmal herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Dankeschön. Aber stell die Fragen so in einer komischen Reihenfolge, weil ich weiß jetzt, wo welches Pokémon steht. Und dann könnte ich halt darauf hinarbeiten. Deswegen sagst du mir jetzt einfach... Das ist egal, weil je nachdem, welche Antwort du mir gibst, geht das auf dem Zettel einen anderen Weg. Richtig, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit in den Rechten... Ja, aber ich hab einen festen Weg. Ja, genau das geht nämlich nicht. Achso, okay, das geht nicht. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Okay. Okay, also, wie gesagt, willkommen in der Welt der Pokémon. Hier ist dein kleiner persönlicher Persönlichkeitstest. Die Fragen sind in... können in abgewandelter Form auch im Spiel vorkommen, ja. Nicht unbedingt 1:1 übernommen. Okay. Du bist an einer neuen Schule an. Du bist Schüler in einer neuen Schule und kommst in deine Klasse rein. Wie verhältst du dich? Antwortmöglichkeit 1. Entschuldigung. Lies in Ruhe durch. Was ist los mit dir? Ganz ruhig. Ich bin auch fertig von gestern. Ganz okay. Ruhig durchlegen. Ach, okay. Ich hab mich verliebt. Ein neuer Schüler kommt in die Schule und in deine Klasse. Wie verhältst du dich ihm gegenüber? Du bietest ihm oder ihr an, die Schule zu zeigen? Oder du wartest ab und beobachtest, was für ein Mensch diese Person ist? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich eigentlich jeden erstmal als Freund ansehe, bis er mir das Gegenteil beweist, würde ich sagen, hier in Antwort A. Also bietest du an, ihm die Schule zu zeigen? Ja. Gut. Frage Nummer 2. Zwei deiner Freunde streiten sich und du wünschst dir, dass sie aufhören. Wie handelst du? Bam, Alter! Du denkst darüber nach, warum sie sich streiten. Du mischst dich ein und bewegst sie dazu aufzuhören. Also wenn sich zwei Leute streiten, ist es mir eigentlich mal relativ egal. Die streiten sich ja nicht ohne Grund, aber... Antwort, ich überlege, warum sie streiten und Antwort B, ich gehe da hin und sage einfach so einen Aufwand. Ohne jeden Hintergrund zu wissen, ja. Warum die eigentlich gerade streiten. Ja, genau. Das ist eine schwierige Frage, ich habe keine Ahnung. Gehe ich einfach rein? Ach, ich würde niemals irgendwo reingehen, wenn ich nicht gerade weiß, worum es geht. Also von daher, ich nehme die erste Antwort. Okay, du denkst also drüber nach, warum sie sich streiten. Obwohl, ich höre es ja eigentlich auch. Wenn ich höre, was die labern, dann weiß ich doch, worum sie streiten. Nee, ich nehme Antwort, ich nehme die zweite Antwort. Okay, also misch du dich ein und versuchst sie dazu zu bringen, aufzuhören. Richtig, ja. Gut, letzte Frage. Endlich Abendessen. Du bist halb am Verhungern und kannst an nichts anderes mehr denken, als endlich ans Essen. Mhm. Nur, wie verhältst du dich jetzt? Wartest du, bis alle anderen mit dir zusammen am Tisch sitzen? Oder fängst du an, sobald du auch nur ansatzweise Platz genommen hast, und dir ist es egal, ob andere mit am Tisch sitzen. Gute Frage. Du könntest mal nach hinten kicken, damit der Cut dann noch abhaut. Was? Ja. Ich esse einfach oder ich warte. Es kommt drauf an, wo ich bin. Wo ich eigentlich immer bis jetzt gewartet habe, wenn ich etwas zu essen gab. Bis alle anderen auch was hatten, aber manchmal wart ihr auch nicht. Das ist eine gute Frage jetzt irgendwo. Da fängt man erstmal an, über sich selber nachzudenken. Was ist los, Alter? Ich würde sagen, die Frage geht davon aus, dass du zu Hause bist. Okay, die Antwort geht davon aus, dass ich zu Hause bin.
Was willst du denn jetzt? Axis will einfach in sich reinschippen, ey. Ist scheißegal. Ich sag jetzt mal. Ich fress einfach rein, würde ich sagen. Du frisst einfach los? Ich fress einfach los, ja. Alles klar, nun dein Testergebnis. Ich zeig's erst in die Kamera. Und jetzt zeige ich es dir. Nein! Ich bin unnötig! Unser lieber Skyline ist so eben das Pokémon geworden, das er am meisten Farb schlug. Ich will das nicht sein. Pikachu! Aber könnt ihr mal sehen, wie scheißgierig Pikachu ist? Der frisst einfach! Der frisst einfach! Oh, können wir gleich machen. Pikachu. Ja, also wenn das natürlich jetzt ein Spiel wäre, würde ich jetzt einfach resetten und nochmal neu machen. Ah, das hier ist das echte Leben. Ja, das ist ein Scheißspiel. Oh, wo ist denn Pikachu? Im echten Leben kannst du auch resetten, das bringt dir nur nichts. Ja, kann ich den Reset-Button die ganze Zeit drücken, aber das bringt nichts. Ah, dann bin ich jetzt scheiß Pikachu, ist mir auch egal. Okay, wer will jetzt die Frage stellen? Frage gestellt bekommen. Ja, ich weiß ja, was wo rauskommt. Axis, komm! Komm schon. Schüchtern. Komm! Mm-mm. Komm, fein. Mm-mm. Komm schon. Die Leute wollen das. Die Leute wollen das. Schreibt es in die Kommentare, was ihr das wollt. Jetzt bitte, bevor das Video überhaupt online ist. Ja. Nein, dann bedanke ich mich erstmal soweit für dieses kleine, wirklich Mini-Video. Den dritten Teil der Special-Reihe von 200 Abonnenten. Dann, wünsche ich allen einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Hallöchen und dann sehen wir uns hoffentlich auch nochmal online. Tschüss!